Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Und wie schon öfters mal habe ich mal wieder ein Replay hier vom Eiserner bekommen mit den Worten: Ist doch bestimmt ganz nett hier für den Kanal. Und ich habe es jetzt Video das noch nicht gesehen, das Replay hier. Dementsprechend können wir uns hier zusammen begeistern lassen. Eisi fährt jetzt hier in seinem LP 432 auf jeden Fall, ich würde sagen, der beste Achter Light, wenn man mal die EBR-Geschichte außer Acht lässt. Auf jeden Fall einer der stärksten Aktiv-Scouts, nenne ich es mal. ELC ist bestimmt noch besser, was das Scouten an sich angeht, aber der hat halt auf jeden Fall nicht die Feuerkraft wie dieser Panzer hier. Also sie fährt jetzt hier relativ alleine schon mal auf die linke Seite Richtung Hill. Ist jetzt hier auch relativ zügig nach vorne gefahren, um sozusagen die Leutchen da direkt zu spotten. Macht das hier auch schlau mit dem Busch. Ihr seht, also es dauert nicht mal 5 Sekunden jedes Mal und der kriegt immer wieder einen rein, ey. Er hat so gelitten da hinten, der Kanaven. Ah, das war auf jeden Fall ein netter Start. Leider hat keiner der Kollegen von ihm auch irgendwie nur daran gedacht, mitzumachen. Ein bisschen schade, Progetto und Lori waren beide erstmal auf dem Hill. Gut, er macht jetzt hier direkt mal. Der war, glaube ich, ganz wichtig, dass er einmal aufhielt da oben, der Girlfriend. So wissen jetzt die Kollegen zumindest Bescheid, dass hier jemand ist. LTDB sind auch da. Das ist jetzt ein bisschen frech gewesen tatsächlich. Ungewöhnlich auch, dass zwei Lights sich auf den Hill packen. Auch ein bisschen unnötig auf jeden Fall. Ja, ich denke, er macht es jetzt auch richtig, hier wegzufahren. Alle Lights waren ja gespottet und eigentlich müsste jetzt der Girlfriend vom IZ-Team einfach nur nach vorne fahren. Es sind ja beide Lights, die noch. Oh, was passiert da? Beide Lights, die da noch da sind vom Gegner, auch hier auf dem Hill gespottet gewesen. Dementsprechend kann man da auf der rechten Seite tatsächlich einfach durchfahren. Muss natürlich ein bisschen aufpassen. Oh, der Hill ist ja ganz schön voll. Unfassbar. Ja, man kann ja jetzt schon sehen, IS-3A war noch nicht auf. Gut, ist auch keiner in der Mitte, aber große Wahrscheinlichkeit, dass er auf der rechten Seite sitzt. Hori und Scorpion höchstwahrscheinlich auch. Da haben wir jetzt den TS-54, der jetzt da über die Mitte einfach mal rüber jodelt. Na, der Girlfriend schießt tatsächlich. Vor Icy. Das ist nicht gut. Ja, und da hat er jetzt auch die Quittung erhalten. One-Shot ist er. Ich würde jetzt einfach mal ganz frech behaupten, die Posi hat er von mir, aber ist in Ordnung, die gönne ich ihm. Aber ihr seht rechts, der Girlfriend, der hat aus seiner Spotter-Posi rausgeschossen. Hat das zwei, dreimal gemacht und hat anscheinend nicht aufgepasst. Und ist jetzt dementsprechend auch Geschichte. Wird jetzt hier auch der IC von der Lori angepingt. Einfach nur, weil die Lori höchstwahrscheinlich nicht weiß, was gleich Phase sein wird. Im Moment kann man hier tatsächlich noch rechts einfach hinfahren und dann spotten. Aber so wie halt die linke Seite der Schienen fällt, ist das halt dann auch irgendwie. Dann sollte sozusagen der Scorpion hier vorne stehen, damit er zumindest spottet. Dann könnte Icy sich woanders hinstellen. Ich glaube, der Icy könnte sogar noch hier in den Busch reinfahren, weil der Streetwagen würde das höchstwahrscheinlich nicht sehen. Gut, jetzt nicht mehr natürlich. Aber der Streetwagen, okay. Hätte das gemacht, wäre er tot. Kann ja auch keiner wissen, dass die schon alle so weit vorne sind. Dann aber auf jeden Fall auch lucky gewesen, dass er hier oben in die Buschreihe überhaupt noch reinkam. Und jetzt geht es auch tatsächlich los mit dem Rumgespotte. Da haben wir den LTDB, letzter Scout im Gegnerteam. Wenn der draußen ist, ist das Leben auf jeden Fall wieder viel entspannter.
Jetzt sieht man das, was halt leider auf Poco so oft passiert auf der Seite, dass man halt einfach, also egal welche Seite eigentlich, dass man, ist ja gut, Icy. Dass halt das Team größten Teil um ein Viertel der Map sich halt abgebildet hat. Hier die beiden Progetto und Lori ein bisschen ab von Schuss. Ich glaube, es wäre tatsächlich schlauer, wenn die sich hier zurückziehen würden, weil diese Map Control kann man eh nicht lange halten und das ist besser, die, also aus meiner Sicht persönlich, aus meiner Sicht ist es besser, diese Map Control also hier aufzugeben, wenn man auf der anderen Seite beide Panzer noch lebendig hier rüber kriegt. Weil das ist dann halt sozusagen der Schlüsselpunkt. Wenn die das dann nicht rüber schaffen oder auf dem Weg platzen, dann hätten sie auch da bleiben können, so nach dem Motto, ne? So, LTDB tot, wunderbar. Über 6000 mittlerweile kombiniert auf dem Konto. Läuft also für Icy nicht schlecht. Jetzt muss man tatsächlich nur hoffen, dass die Gegner dumm genug sind, hier einfach reinzujodeln. Und jetzt wäre halt, jetzt haben wir hier die Lori. Im besten Fall fährt der Scorpion jetzt hier hin. Und der Icy zurück auf seine alte Posi. Also hier der Scorpion hier hin. Das heißt, der Scorpion kann die komplette Linie spotten und Icy kann einfach hier das andere Karree spotten und schon hat man mit zwei Personen komplett abgedeckt sozusagen. Egal von wo die Gegner jetzt kommen würden, wenn der Scorpion sich dann nach vorne bewegt. Ja, so ist gut, Icy. Wunderbar. Und ihr seht, Sub biegt einmal hoch, Astron ist da oben, geht direkt auf. Nee, 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 ja, genau. Weil, ne? Ich finde, das ist tatsächlich einer der unter letztesten Spot-Posis, die es hier auf der Map gibt. Man fährt immer hier in diese Senke rein als Light oder halt hier oben hin und auf der anderen Seite fährt man ja auch ganz gerne hier auf die G-Posi oder piekt hier halt die Buschreihe durch. Und von beiden Seiten habe ich auch schon öfters gesagt, gibt es jeweils diese Büsche und ich finde, die sieht man viel zu selten, dass die halt bespielt werden, obwohl sie so ultra stark sind. Besonders wenn man dann halt, also mir ist natürlich logisch, dass um diese Position nutzen zu können, dass das Team, das eigene, dann schon sehr weit zurückgedrängt werden müsste, damit sich diese Position überhaupt lohnt und damit man irgendwas spottet. Aber ne, Proko ist ja nun mal eine relativ langsame Map, wo man sich oftmals auch wirklich verlegen kann. Das waren jetzt einfach mal 1114 Spot hier für den Icy. Und ihr seht's. Also ich denke, die Posi spricht für sich selbst. Hab sie auch schon öfters mal in den Replays gezeigt, auch von der anderen Seite. Könnt ihr gerne mal nachgucken. Progetto-Video, 10er Progetto unter anderem. Gab ja schon mehrere Proko-Runden hier auf dem Kanal. Einfach mal durchgucken. Da gibt es doch die ein oder andere Posi, die wir hier zeigen. Und ich denke, ja, da kann man dann doch schon einiges mitnehmen. Ist halt dann natürlich Wartespiel. Auch wenn jetzt, ich glaube, sogar die HP-Vorteile wieder im eigenen Team liegen. Und ich glaube tatsächlich auch hier der Icy dann langsam vorfahren könnte. Ist natürlich risky, weil wenn dann die Leute hier von der Seite, also von A6 rüber pieken, das kann dann sein, dass das nicht mehr gespottet wird. Ist aber dann halt immer wieder so ein Ding. Also. Ne, wenn der Scorpion nicht richtig spottet, kommen sie von vorne. Wenn Icy hier nach vorne fährt, um zu spotten, kommen sie vielleicht von hinten. Und meistens ist es ja so, dass wie man es macht, man macht es falsch. Aber das, was Icy jetzt hier macht, finde ich auf jeden Fall richtig und wichtig. Hier muss man dann tatsächlich erst, also wenn der Progetto, wenn der nicht hier in die Mitte reingefahren ist, ist halt der Streetswagen die Sache, auf die man achten muss. Da hat er richtig Glück gehabt, dass das jetzt nur ein HE-Schuss war. So, und jetzt müsste sein Team einfach durchmarschieren. Ist maximal noch der Hori da,
Auch der Eisi, der könnte jetzt schon einfach umdrehen Richtung Hori, einfach spotten gehen. Und nur damit jetzt hier diese komplette Linie frei ist, damit sich das komplette Team halt aufteilen kann. Weil den Hori dort jetzt hier stehen lassen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Was soll außer dem Hori da noch stehen? Gut, der Progetto könnte sich zurückgezogen haben, aber ich glaube, der ist eher auf der anderen Seite der Schienen mittlerweile. Und wird hier wahrscheinlich A6 irgendwo hinfahren. Oder schon sein. Oder vielleicht natürlich hier hinten, aber das weiß man ja nie. Geht auch fleißig die Arti auf. 7300 Spot. Und da kommt einfach mal, ich glaube, die Arti wollte, hat entweder blind oder auf den Scorpion geschossen, aber der Schuss war trotz alledem echt frech. Also bei der Weite des Weltalls hat er ihn ausgerechnet getroffen. Ich würde nicht schießen. Also nicht schießen. Ja, sogar dafür kriegt der Ausbot nicht schlecht. Progetto auch Geschichte. Der Astron hat sich tatsächlich auch zurückgezogen. Habt ihr das gesehen? Es war kurz vor Proxy. Ja, da ist kurz vor Proxy. Ah, die geht auch wieder fleißig auf. Einfach weiterfahren, Eisi. Komm, trau dich. Trau dich. Hätte auch schießen können. So, jetzt fehlt nur noch die Su. Aber ich denke, der Eisi hat hier richtig gut abgeliefert. 2,5 Minuten haben sie noch circa, aber ich denke, also Captain ist ja eh noch drin. Zur Not stellen sich halt ein, zwei Leutchen rein. Die anderen gehen jagen. Was hatten die Su noch an Live? 655. Das könnte der Eisi auch noch alleine hinkriegen. Ja, der T103 macht das richtig. Hat jetzt noch genug Zeit, einmal durchzukappen. Selbst wenn keiner hier die Su noch finden sollte, wird das auf jeden Fall gewonnen sein. Er kann eigentlich nur noch hinten irgendwo im Eck sein oder im Flussbett. Alles andere wurde jetzt hier per Spot Range sozusagen abgegrast. Gut, er könnte jetzt auch A1 vielleicht sein. Ich habe nicht genau gesehen, ob der Scorpion hinten lang gefahren ist. Ja, er hat sich tatsächlich einfach ins letzte Eck gepackt. Er geht nicht mal auf. Oh, ist das frech. Sehr schöner Tweck wird noch. Also der Light ist echt eine Maschine. Und noch der Pflichtkill auch abgeholt. Das war eine richtig schöne Runde. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Ergebnis spricht hier für sich oder für den Eisi. Insgesamt konnte er jetzt in seinem Light ein Kill abstauben, 1131 Schaden machen, 9444 Schaden spotten. Das hat jetzt hier auch für die Patrol Duty Medaille und ich glaube, er hat es geschrieben gehabt für Eisis erstes Masterabzeichen auf dem LT432. Hat das hier gereicht und wenn man mal hier so guckt, mit stolzen 1687 XP ist er hier absolut verdient offen und mit richtig Abstand. Hat über 600 XP Abstand zum nächstbesseren. Auf dem ersten Platz ist er damit auch wirklich zurecht gelandet. Auch das Trefferbild kann sich sehen lassen. 987, ich denke, da kann man nicht meckern. Und ohne irgendwelche Credit Booster oder sonstig irgendwas hat er jetzt hier in seinem Premium Light 145.061 Credits plus gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch hier ein bisschen unterhalten. Wir konnten euch ein bisschen
Vergnügen bereiten und ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns dann das nächste Mal.